Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit Dirk Hilger. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Threat. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Morgen live dabei sind und sich fürs Live Trading hier mit Dirk interessieren. Wie immer schauen wir uns direkt mal den Risikohinweis an. Denn auch das wie immer, dieses Webinar gilt ja nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute, also ob der Dirk ein Trade macht oder nicht, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig und dürfen diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja? Gut, dann genug von mir, denn Sie wollen ja Live-Trading sehen. Deswegen gebe ich jetzt den Bildschirm an Dirk. Wünsche viel Erfolg, aber auch viel Spaß. Genau, genug von dir, Mensch, Nelson. Ja, ich weiß schon. Aber weißt du, ich kann ja von dir nie genug kriegen, von daher darfst du sehr gerne die ganze Zeit dabei bleiben. Um Gottes Willen. Ja doch, ist ernst gemeint. So, ich gucke auch mal in die Runde, wer denn so da ist. Bis jetzt alles bekannte Namen. Wenn jemand neu hier ist, gerne auch mal irgendwie die Kommentare schreiben. So, hallo, hier ich neu, noch nie dabei. Dann weiß ich immer so ein bisschen so, okay, es gibt auch ein bisschen Abwechslung hier, also generell ist es ja immer ganz gut besucht, es freut mich natürlich auch sehr und sage an der Stelle dann in diesem Zuge dann auch guten Morgen, hallo und herzlich willkommen hier von meiner Seite aus Köln, auch wenn das Bild Frankfurt zeigt, aber es geht ja darum, dass halt in Köln gibt es ja nicht wirklich eine Börse, von daher müssen wir da das Bild von Frankfurt zeigen, beziehungsweise es geht ja auch um die Eröffnung in Frankfurt. Ich glaube, jetzt habe ich ganz schön oft Frankfurt gesagt, ne? So. Ich habe übrigens letztes Mal geguckt nach dem NFP-Webinar letzte Woche, so von wegen, dass das Kamerabild, ne, das also in der Aufzeichnung, das hast ja irgendwie alle 3 Sekunden mal ein neues Bild und das ist irgendwie ist immer so, oder? Nelson? GoToWebinar ist da immer noch nicht so weit. Es gibt mal Tage, das ist es besser und dann wieder schlechter. Ja. Ja, aber wir wollen trotzdem sehen, welches Hemd du heute an hast. Nee, gar keins. Ja, perfekt. Bademantel. Genau. Nein. Aber nee, ich habe nur gedacht, ey, wenn das kleine Bild schon so ruckelt, brauche ich das große gar nicht so machen. Dann brauche ich gar kein Hemd anzuziehen. Dann kann ich auch hier einfach mit dem kleinen Bild hier rumhantieren und winke dann, wie letzte Woche auch, hier unten aus der Ecke. Also hier. Nee, weil das hat schon im Kleinen so geruckelt. Von daher. Ich dachte so, hä, was ist das denn? Sieht der echt immer noch so aus? Ich dachte, das hätte sich mal gebessert. Ich habe mir irgendwie länger die Aufzeichnung auch nicht angeguckt. Und von daher war ich da etwas erstaunt. Aber gut, so. Hast du die Haare länger? Bitte was? Warst du lange nicht mehr bei Friseur, oder? 4 Wochen. Ja. Ist doch lang, finde ich, oder? Wann war die WOT? Ja, gut, 5 Wochen, ja. 5 Wochen, 6 Wochen. Ja, so um den Dreh auf jeden Fall. Ja, ich sollte mal wieder gehen, das stimmt. Also, wo ich mir anfange, Zöpfe zu machen oder hier wieder mit dem Hut sitze, habe ich jetzt auch gedacht, das sollte mal wieder gehen. Aber es geht ja nicht um meine Haare, sondern es geht um den Markt und um euch. Also ganz wichtig halt auch immer, ne, wie gesagt, die neu hier dabei sind. Na, schönen Gruß nach Aachen. Da ist schon mal ein neuer, der Janusch, glaube ich, so spricht man das aus. Und wenn noch der eine oder andere, sehr, sehr gerne, wie gesagt, dann hole ich auch mal gerne mal ein bisschen länger aus, weil für mich halt immer relativ, oder ich lasse oft Erklärungen weg, weil ich immer denke, so, hey, das ist doch eigentlich klar und das muss man doch irgendwie gar nicht erklären. Also bitte nicht scheuen, einfach mal Fragen reinzustreuen, wenn irgendwas nicht verstanden wird. Also, ob wir jetzt heute den DAX machen oder den DAO, DAX ist ja immer so nicht mein Freund meistens, aber wir haben halt sehr oft eben auch schöne Bewegungen im DAO morgens auch schon und Kommentare und schöne Bewegungen im DAO und deswegen müssen wir mal gucken, was wir damit halt machen. Also ich habe ja im Blog auch geschrieben, also muss ich auch dazu sagen, ich bin gestern oder vorgestern Nacht eigentlich eher davon ausgegangen, naja, der könnte halt irgendwie, wenn er einen Downgap macht, auch erstmal kurz die Reise nach unten vervollständigen. Es sieht wirklich komisch aus hier, so. Dann ist ja hier alles spiegelverkehrt. Ja, die werden halt auch nicht mehr. Ne? Dass der mal die Reise nach unten machen könnte, hat er aber dann irgendwie nicht, sondern hat sich dann halt irgendwie trotz Downgap nach oben gehievt. Der DAX ist ganz genauso. Hier sieht man es noch. Also wie immer erstmal
der Daily auf beiden Seiten, ne? Also das heißt, hier sieht man ja halt auch ein Gap. Ne? An der Stelle Down Gap und dann trotzdem rauf. Ja, warum nicht? Und gestern habe ich im Blog geschrieben, dass der Markt, also gerade der DAX, sieht schon so ein bisschen aus, als würde halt großes Interesse da oben an dem Gap haben. Ja, also hier ist so ein altes Gap in Gelb dargestellt. Und stimmt, glaube ich, nicht ganz genau. Das Gap müssen wir mal ein bisschen weiter links gucken, aber einigermaßen schon. Die violetten Linien sollten eigentlich schon stimmen. Aber jetzt macht er sich hier schon wieder auf, sich irgendwie an der 550 da festzukrallen und dann halt irgendwie möglicherweise doch nach unten zu reagieren. Also könnte genauso gut sein, dass wir halt dann erstmal wieder hier auf der 329 aufsetzen. Das heißt erstmal 200 Punkte runter. Das ist momentan so ein bisschen, was heißt momentan? Es ist ja oft so, dass der Markt nicht ganz so einfach irgendwie einzuschätzen ist, was er denn macht. Das ist aber auch eigentlich weiter nicht schlimm, weil es geht ja auch nicht darum, im Daytrading halt hier irgendwo die ganze Tageskerze einzufangen, sondern eigentlich immer nur darum, halt irgendwo ein Stück davon mitzukriegen. Was halt auffällt, im DAU vor allen Dingen, das ist, da habe ich ja geschrieben, so, da könnte eigentlich hier unten mal dieses Gap, das habe ich auch im Webinar schon beschrieben, am Freitag im NFP-Webinar, da könnt ihr eigentlich mal ganz gechillt da mal kurz drauf tippen und da muss man halt mal weitersehen, aber es hat er jetzt dann irgendwie ausgelassen. Der Freitag ist im Future hier der DAU zwar in grün geschlossen, aber im Kassamarkt in leicht rot, hängt aber hier einfach in diesem Außenstab halt fest, deswegen ist der auch hier mal markiert. Und da fällt vor allen Dingen halt auf, und das ist ganz interessant eigentlich, dass die Erweiterung, also es gibt ja hier so, man kann die Extensions anzeigen vom Außenstab hier mit dem Add-on, mit dem Priax-Add-on. Und da sieht man halt, dass die Extensions, also jeweils halt, ich glaube, 115 und 161, dass die genau bis hier oben hin zeigen, bis zur 479. Und dort sieht man auch wiederum, dass halt hier so das letzte korrektive Hoch ist, bevor es also im eigentlichen Abwärtstrend, der halt da drüber liegt. Ne? Also hier an der Stelle. Die 479, die kann man eigentlich mal rot machen, weil das macht natürlich Sinn. Boah, ich habe irgendwie, mein linkes Ohr ist irgendwie zu, ist irgendwie ein bisschen unangenehm zu reden. So, das heißt, also da zeigt er irgendwie lustigerweise genau hin. Das heißt, das ist dann halt eigentlich schon wiederum relativ deutlich. Also die Frage ist dann halt nur, was kommt zuerst? Ne? Kriegen wir zuerst da oben das oder kriegen wir doch zuerst da unten das? Weil, und das ist mir auch nicht aufgefallen, am Freitag macht man die Erweiterung umgekehrt nach Süden, da liegen wir genau hier unterm Gap mit der ganzen Geschichte. Ne? Also das heißt, alles hier drin ist eigentlich so sowieso nur Gerausche, wo man halt mal gucken muss, wie der Markt halt damit umgehen will, beziehungsweise da ist halt einfach nur gar nichts. Hier war sogar noch der Zinssatzentscheid, dann halt hier die NFPs und irgendwie alles nichts im Vergleich zu dem, was da halt vorher irgendwie reingestellt wurde. Das ist halt eigentlich schon relativ bemerkenswert. So, und die Frage ist dann halt trotzdem, was kommt jetzt zuerst? Also DAX, ganz klar hat Interesse da oben, keine Frage. Die Frage ist nur, was ist der Weg dahin? Und wenn ich mir hier das Gap angucke, das ist natürlich auch nicht wirklich weit entfernt. Dort könnte der eigentlich ganz locker halt nochmal drauf dippen und dann nochmal irgendwie auf der Oberseite versuchen. So, warte mal ganz kurz. Ich versuche mal irgendwie. Mein Ohr. Bringt irgendwie alles nichts. Kennt ihr das, wenn du so redest und irgendwie so ein, so, das Ohr ist so halb zu, dann hört man sich irgendwie selber die ganze Zeit stumpf im Kopf. Das ist schon so ein bisschen anstrengend. Also, das heißt, es ist halt wirklich die Frage, was kommt hier zuerst? Aber relevante Ziele sind im DAX für heute die 329 als auch die 736. Das liegt jetzt natürlich irgendwo 400 Punkte auseinander. Aber das heißt auf der anderen Seite, ich würde auch genauso tippen, wenn man hier irgendwo in dem roten Segment da halt irgendwo eine Long Order platziert und dann halt eben wartet bis keine Ahnung wie lange, ja, und irgendwann kriegt man das Ding dann auch höchstwahrscheinlich mit dem Gewinn dann auch wiederum raus. So, das ist jetzt nicht unbedingt der Ansatz für eine Stunde während der Eröffnung, aber ich würde schon tippen, dass das funktionieren würde, ne? Weil wir sehen ja halt hier einfach in der Aufwärtsbewegung ist ja hier oben nur so ein bisschen Gerausche und der Markt sucht sich eigentlich so den Punkt, wo es als nächstes weitergeht, ja. Also der könnte hier, wie gesagt, ein bisschen tiefer dippen, muss er aber nicht. Shorten würde ich hier eigentlich schon nicht mehr, zumal auch hier die Hochs
auch wenn der Markt dann nicht geschlossen hat, heute jetzt hier sowieso noch nicht, aber doch immerhin schon mal höher sind als hier. Und das ist eigentlich schon so ein bisschen Indiz dafür, dass der noch eine Ecke weiter da halt rumlaufen will. Ne? Und im Dow halt sowieso, der klebt ja quasi unter der Decke mit einem ordentlichen, mit einer ordentlichen Kerze da von gestern halt auch. Dass der da unten jetzt heute Luft holt, halte ich für relativ unwahrscheinlich, sondern eher halt hier, dass der sich hier oben irgendwo einpendelt und dann halt relativ zügig darauf schießt über die 33.000 dann eben bis zur maximal 479. Natürlich jetzt nicht während der Eröffnung, also nicht während der Frankfurter Eröffnung, aber vielleicht dann dafür heute Nachmittag. So, das ist das Einzige, was mir hier momentan auffällt im Daily. Bricht man das Ganze mal eine Etage runter auf den H1, kann mich das da auch mal nochmal angucken. Boah, ich kann fast nicht reden, ne? Das ist total mega unangenehm. Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht irgendeine Erkältung oder. Ganz merkwürdig. Fällt mir irgendwie ein bisschen schwer, mich da halt zu konzentrieren. So, hier sieht man halt auch, das ist noch die Zone vom Freitag, jetzt hier in grün. Die hatte ich am Freitag in rot eingezeichnet, als der Markt noch hier unten war. Und da habe ich halt gesagt, bis dahin läuft er. Darüber sehe ich eher nicht. Der müsste eigentlich schon noch deutlich nach unten reagieren. Hat er dann auch gemacht. Später sieht man ja auch hier, ne, im H1. Und eigentlich jetzt seit Freitag schraubt sich das Ding jetzt hier nur nach oben. Ne? So, das heißt, hier oben stehen wir dann halt auch irgendwo so ein bisschen fest. Ja, hier habe ich noch irgendwie so ein bisschen Blödsinn drin, sehe ich gerade. Hier oben stecken wir dann auch so ein bisschen fest. Aber insgesamt in der Aufwärtsbewegung hier an der Stelle und vielleicht hier auch nur ein kleiner Dip irgendwo vielleicht auf irgendwie ein SMA 20 oder irgend sowas. Und dann könnte das auch relativ zügig da halt auch schon wieder weiterlaufen. Das heißt, Tendenz ist für mich eigentlich erstmal schon long. Es kann aber nicht, aber trotzdem sein, dass er dann halt erstmal trotzdem halt eine Runde runter dippt. So, hier im DAX sehen wir auch das Gap ein bisschen deutlicher. Das kann ich auch gerade mal irgendwie einzeichnen. Ja, das wäre dann so hier an der Stelle eigentlich schon nicht so klein. Das Ding. Moment. So, so sieht die ganze Geschichte aus. Und das heißt, da halt hier irgendwie auch wäre jetzt auch kein großes Hexenwerk. Ne? Vielleicht sollte man tatsächlich hier mal versuchen, den DAX irgendwo zu greifen und jetzt den mal bei der Öffnung handeln. Ich bin zwar echt nie so der DAX-Freund, weil der halt, das Problem ist immer beim DAX, dass der halt so, ja, wenn der mal irgendwie eine Richtung hat, der bewegt sich halt einfach nicht vernünftig hin und her. Und was, nicht nur heute, ich gucke mir hier gerade die Kommentare der Timo. Und das heißt, der bewegt sich halt einfach sehr, sehr, sehr wenig. Und wenn man da halt mal irgendwie eine falsche Position hat, hat man halt einfach ein echtes Problem. Und der DAU, der gibt einem immer wieder Chancen, da halt das Ding auch vernünftig gedreht zu kriegen, zu skalieren und dann halt auch wieder rauszukommen. Deswegen bin ich eigentlich immer eher ein Freund vom DAU, weil DAX, wie gesagt, ist man erstmal falsch. Dann ist es meistens irgendwie ziemlich chancenlos, da halt dann auch irgendwo was draus zu machen. Das heißt also an der Stelle, DAU würde ich halt hier mal irgendwie mal gucken. Also stecken wir noch in der Bewegung und dem fehlt hier so ein bisschen Anschluss an der Seite. Das heißt, hier sehen wir so den Peak, den wir da hatten. Gucken. Das muss man echt mal so ein bisschen versuchen, irgendwie vernünftig zu kriegen. Aber ich würde schon sagen, da dürfte der eigentlich auch hin, also ohne dass es irgendwie Probleme gibt. Das heißt also unter die 667 sogar 100 Punkte runter, bevor es dann halt irgendwie hochgeht. Ja, why not, ne? So, da gucken wir mal. Also, was haben wir denn hier? Der DAX. Hier das Ganze nochmal in kleiner dargestellt, also kleinere Zeiteinheiten. Und halt mal sehen, was der jetzt halt hier zur Eröffnung macht, die jetzt irgendwie in einer Stunde dann halt losgeht. Also ich halte den so aufs Erste vorausgesetzt, der kommt jetzt runter irgendwie aufs Gap, würde ich den für leichter greifbar halten hier unten. Deswegen gucke ich mir den jetzt mal zuerst an. Und vorausgesetzt auch, wir kriegen Bola. Ne? Also wenn jetzt die Nacht, wie sie da gelaufen ist, die Referenz sein sollte, dann haben wir hier eh keinen Spaß wegen der Eröffnung, weil da ist ja so gut wie gar nichts passiert, sondern steht nur so ein bisschen da oben rum. Aber hier wäre halt eben das Gap bei der 4,9. Wo ist das genau? Mal gucken.
490 etwa, ne? Das heißt, in dem Bereich 496 wäre auch hier der R2, würde sogar passen. Das heißt, da würde ich halt eigentlich relativ entspannt erstmal auf den Long-Knopf drücken und lege da jetzt erstmal eine Order hin und dann halt mal sehen, ob er sich von dort dann wieder nach oben in Richtung Eröffnung drückt, wenn er dann überhaupt dahin kommt, ne? So, es könnte heute wild werden. Halbzeitwahl. Ja, also ich meine, klar, irgendeinen Grund gibt es ja immer, ne? Aber so generell ist, ich kann ja nur das handeln, was ich irgendwie gerade sehe, ne? Und ich bin immer halt irgendwie, ich habe ja am gestern Blog mich auch nochmal deutlich dazu ausgelassen. Ich meine, man kann sich immer ganz viele Gedanken machen, das klingt immer alles total plausibel, ne? Aber wie setzt man das irgendwie im Handel um? Das ist halt immer die große Frage. Was hier natürlich im DAX nicht so schön ist, ist, dass wir halt eben da oben immer noch im Daily an der 550 abprallen. Da sehe ich auch gerade, ist auch irgendwie so ein EMA, der mich jetzt aber eigentlich nicht weiter stört. Und wenn er es übertreibt, könnte er natürlich wirklich runter hier bis zu 329. Ne? Das wäre natürlich schon möglich. So, den würde ich dann natürlich auch nicht skalieren. Irgendwie hier von der 490, 170 Punkte darunter oder 160, da habe ich natürlich keine Lust drauf. Das heißt, wenn der Trade hier nicht geht, weil es geht ja auch nur darum, jetzt hier erstmal so vielleicht die ersten 15 Minuten oder diese, was auch immer er uns da halt bauen will in den ersten 15 Minuten als Candle hier, dass man die halt irgendwo eingefangen kriegt, ne? Zumindest mal halt irgendwie ein Stück davon. Und ich mache hier erstmal einen Stop 25 Punkte, das sollte eigentlich reichen im DAX. Stell mal den Trail irgendwie auch bei 25 aktivieren und mit dem TA6. Das heißt also, TA6 heißt ja einfach immer nur der Durchschnitt auf 6 Ticks und da von einem Abstand von 5 Punkten, dort wäre mein Trail, ne? Das stelle ich halt hier ein, solange der Markt noch flat ist, beziehungsweise nicht der Markt flat, solange ich noch flat bin. Und wird dann halt vom Stereo Trader übernommen, sobald halt eine Position drin ist, ne? Aber das so mal so ein bisschen als Vorbereitung für den Trade. Auch erstmal mit einer überschaubaren Position. Das kann man ja immer noch größer machen. Erstmal gucken, ob das Ding überhaupt da halt reagiert. Und dann kann man die ja immer noch irgendwo dann auch ausbauen. Was macht der DAU irgendwie gleichzeitig? Kurz nochmal drauf gucken. Ja, ne, schwingt sich darunter, wie ich ja gerade schon gesagt habe. Wir könnten eigentlich mal hier so zum SMA20 mal kurz guten Tag sagen. Und dann halt am Ende der Stunde nochmal hochziehen. Am Ende der Stunde nochmal hochziehen. Ne? Das wäre so, das jetzt, was jetzt erstmal kurzfristig an Bewegung für meine Begriffe halt irgendwie plausibel ist. Und hier sieht man ja auch, ne, das Gap ist halt schon markant. Das wäre auch jetzt hier einfach nur ein kleiner Stich unter die letzten Lows. Das heißt ja nicht, dass der Markt da gleich halt irgendwie einen Short-Trend aufmacht. Auch wenn das markttechnisch natürlich halt bedeuten würde, hey, ab hier ist Short. Aber ganz oft läuft es ja halt eben so, genau so nicht, ne? Sondern oft ist ja so, dass halt eben so die Punkte einfach so ein bisschen unterschritten werden. Und dann zieht es erstmal wieder halt dagegen. Und da muss halt mal gucken, ist das dann halt irgendwie, sind das nur ein paar Stops, die da halt fliegen oder ist das wirklich ein neuer Trend? Und ich glaube halt eher, das ist mehr als ein paar Stops, also beziehungsweise erstmal da unten gucken, ob das Wasser kalt ist. Wird es vermutlich nicht werden, ne? Aber trotzdem nicht nachmachen, ne? Auch wenn es irgendwie oft aufgeht. Aber es das heißt ja nicht, dass es immer so sein muss. So, hier so ein bisschen Reaktion sollten wir schon kriegen. Das sitzt jetzt einmal oben auf dem Gap auf. So, hier sieht man es ja im H1, wie ich es auch gerade eingezeichnet habe. Und mal gucken, ob wir jetzt ein bisschen Gegenreaktion kriegen oder nicht. Wie gesagt, ich würde den jetzt auch erstmal nicht skalieren, sondern erstmal gucken, was es überhaupt wird. Das heißt, wenn er dann halt irgendwie Verlust rausgehen sollte, dann ist es erstmal so. Sollte er sich jetzt zurückziehen, darauf nochmal, dann würde ich halt im zweiten Rutsch dann auch irgendwie eine größere Position dann halt machen. Ne? Aber jetzt für den ersten jetzt erstmal nicht. Und sollte er uns durchs Dach laufen, was ich so ein bisschen bezweifle, und dann ist er halt auch okay. Ne? So, ansonsten sehe ich halt hier irgendwie auch im Buch jetzt irgendwie so gar nichts. Ne? Also das heißt, es ist nichts, was hier irgendwie rausragt. Also hier das Orderbuch einfach.
und vom Future, dass er hier auf den CFD gemappt ist. Und nichts, was da jetzt halt irgendwie, wie gesagt, so großartig auffällig ist, so eine Order, die jetzt irgendwie hier rausragt mit einem Markt, der halt eben immer so ein paar Punkte darüber drückt, das würde auf eine Iceberg hindeuten. Und Iceberg ist einfach nur, ne, eine Order, eine automatisierte Order, von der man halt quasi immer nur so die Spitze sieht. Ja, also deswegen heißt es auch Iceberg. Das heißt also, eine bleibt halt immer drin und der Rest wird dann halt immer wieder nachgeschoben, sobald halt eine gewisse Anzahl von Kontrakten da halt eben abgeholt wurde. Ne? So, also ein bisschen Reaktion sieht man jetzt hier. Das war zu erwarten. Das war jetzt kein Kunststück, das zu erkennen. Sind halt eben auch zwei Punkte gleichzeitig. Also einmal halt hier das Gap und auf der anderen Seite halt der S2, der im DAX ja halt eigentlich immer schon recht gut funktioniert hat, immer schon eine gute Figur gemacht hat. Und das sind auch jetzt hier gerade schon, ne, wenn man das möchte, wenn man es jetzt irgendwie mit einer größeren Position dann auch gemacht hat, das sind jetzt hier schon 15 Punkte und die kann man natürlich halt auch im Scalping mitnehmen. Ich würde jetzt aber trotzdem mal gucken, ob wir nicht vielleicht hier direkt nochmal die Eröffnung da oben, ob wir da nicht direkt nochmal anklopfen und mal irgendwie kurz warten. Ne? Also ist jetzt halt auch nur hier eine kleine Position, aber besser als nichts. Und außer es geht mit Minus raus, dann war es natürlich nichts. Aber trotzdem, ich warte jetzt mal hier kurz, ziehe auch noch keinen Stop. Man sieht auch hier, wir sind unterhalb der Value Area. Ne? Also die ist jetzt natürlich auch nur über Nacht gebildet worden an der Stelle. Das heißt, also hier haben wir jetzt das Volumen 70% von heute. Aber es hat natürlich jetzt noch irgendwie nicht wirklich Aussagekraft. Wie gesagt, das ist ja eigentlich nur von über Nacht und eben von der 8 Uhr. Also Voreröffnung quasi. Ne? So, und jetzt hier mal gucken. Also, wie gesagt, 15 Punkte waren es halt schon. Wenn man das irgendwie nur scalpen wollte, hätte man natürlich jetzt auch machen können, irgendwie in einer größeren Position und dann schnell mal halt irgendwie 15 Punkte eingesackt und gut ist. Aber ich versuche ja schon halt so ein bisschen zumindest mal die Tendenz von der ersten Stunde so ein bisschen einzufangen. Und keine Ahnung, ob das gelingt. So, aber erstmal haben wir da jetzt kein neues Tief da unten. Ich würde den Stop erst dann auch Break-Even ziehen, wenn wir jetzt halt hier nochmal darauf kommen. Ne? Also wenn wir in Richtung Eröffnung kommen, das heißt, könnte man ja auch automatisch machen. Und den Break-Even safe. Ne? Das heißt, sobald er jetzt da hochspringt, springen sollte. Und dann zieht der Stop automatisch erstmal Break-Even. Ne? Das heißt, also sobald ich jetzt hier in diesen Bereich komme, das sind dann etwa 22 Punkte. Deswegen habe ich hier die 22 eingestellt. Und dann wird der Stop automatisch. Da ist er. Ne? So, das heißt, jetzt das Ding Break-Even. Und jetzt muss man gucken, kommen wir da oben raus oder halt eben nicht. Und wenn, wäre natürlich nett, ne? Weil dann haben wir zuerst mal ein vernünftigen Entry da oben. Wobei ich aber hier schon, wenn es jetzt schnell geht, da auch erstmal raustrailen würde und dann halt eher nochmal gucken, ob ich nochmal irgendwo dann an anderer Stelle reinkomme. Ich würde auch jetzt hier erstmal, damit es nicht ganz für die Katz war, jetzt mal kurz hier im M1 einfach mal unter die letzte Kerze, die hier gerade auch so ein bisschen hochdrückt, also ein bisschen klein, ja, ein bisschen größer. Ja, einfach hier mal drunter und sollte jetzt wieder runterkommen und dann ist er halt weg. Also nochmal, wer jetzt nur skypen will, ja, der sollte hier rausgehen. Ja, also auch wenn ich jetzt hier keine Empfehlungen geben darf, aber ich kann noch nicht wissen, ob das Ding jetzt wirklich hier genau, vor allen Dingen genau an der Stelle, ja, wo halt irgendwie auch der letzte Widerstand war, bevor es runtergeht, ob er den jetzt knackt oder nicht. Das hier ist genau sozusagen die Grenze, so die Entscheidungsgrenze. Zwar jetzt hier erst nur im M1, aber wie gesagt, wenn man von Scalping ausgeht, dann ist das auf jeden Fall der Punkt, wo man sagen muss, okay, hier ziehe ich den Stopp mal ganz eng oder ich gehe da halt raus. Ne? Ganz klar. Sieht man ja auch, hängt jetzt auch irgendwie gerade da und sieht irgendwie noch nicht ganz danach aus, als würde er das Ding dann oben wegkriegen, aber kann ja trotzdem sein. Ne? So, das heißt also auch, ne, sieht, hängt jetzt hier, ist schon die zweite Minute, wo jetzt hier dran hängt. Also, das Gesagte von meiner Seite hat auf jeden Fall seine Berechtigung. So, aber trotzdem, wie gesagt, ich warte jetzt mal kurz ab, weil ich halt mal gucken will, ob wir da oben rauskommen oder eben nicht. Ich habe hier erstmal einen Abstand von 5 Punkten. Das heißt, das ist nicht zu eng.
Das ist ja auch immer nur auf den Average bezogen da oben. Ja, aber das ist halt hier auch von der Wohler. Bisschen mau. Aber gut, kann ja noch kommen. So, der fragt der Florian, wie ich mir das Orderbuch anzeigen lasse. Zeige ich gleich nochmal, auch wenn ich schon ganz, ganz oft erklärt habe. Also generell, ich handle halt hier den CFD. Was man dabei sieht, ist den Future. Also zumindest falls, was das Volumen angeht. Und Volumen beinhaltet ja nicht nur hier die Value Area, sondern eben halt auch das Buch. Ne? Also hier den Dom, die Markttiefe, Depth of Market. Und die kommt natürlich aus dem Future. Ne? Das heißt, man braucht halt auf jeden Fall ein Future-Konto und kann sich dann halt den Future über den CFD quasi drüberlegen, mappen. Ne? Das heißt, Volume Mapping heißt die Funktionalität im Stereo Trader. Und das macht natürlich das Ganze, hieft das Ganze so auf ein ganz anderes Level, ne? Von Trading Level, weil ich halt eben nicht nur hier Kerzengewackel sehe, sondern halt eben auch das Volumen vom Future und das halt hier dann auch komplett mit einbeziehen kann. Ne? So, kleben hier jetzt so ein bisschen fest. Genau an der Stelle, ne, die ich jetzt schon irgendwie zweimal erklärt habe, wo ich gemeint habe, wenn man Skype, muss man hier raus oder den Stop ganz eng ziehen, weil es halt irgendwie hier so die letzte ist. Also so ein bisschen unauffällig, aber das sieht man schon irgendwie über die Eröffnung von der Minute davor gezogen, dann von hier wieder runter. Das heißt, hier war auf jeden Fall die Richtung abwärts. So, und ob er das jetzt hier rausnimmt oder nicht, keine Ahnung. Ne? Also deswegen ist das hier so ein bisschen der Knackpunkt gerade. Hier sieht man es ja nochmal deutlich. So, wenn der jetzt drüber geht, dann kann man den Stop natürlich auch einfach direkt dann da drunter ziehen und kann dann oben warten oder man lässt sich hier erstmal ausstoppen da auf der Oberseite, beziehungsweise erstmal mit dem Trail rausholen und guck mal, ob man da nicht nochmal aufsetzen. Ne? Das wäre eigentlich so mein Ansatz. Das heißt, wenn der jetzt hier drüber gehen sollte, dann gibt es wahrscheinlich einen Schuss da oben raus und nachher kommen wir hier nochmal kurz zurück und holen uns das Ding dann halt nochmal ab. Ne? So, aber bei der Wohler, das kann ja noch was werden heute. Aber gut, wir haben einen Trade, ja. Wir haben hier irgendwie fast 20 Punkte. Und von daher eigentlich ist schon der Sinn des Webinars eigentlich schon erfüllt, ja. Also mit 20 Punkten. Also wenn man es schafft, jeden Tag konstant 20 Punkte morgens um 9 Uhr mitzunehmen, dann hat man ein ziemlich cooles Leben, würde ich mal behaupten, ja. Weil das ist ja so einfach jetzt auch wieder nicht. Und es gibt viele Möglichkeiten, das zu tun. Und meine Aufgabe besteht immer darin, halt aus dem jeweiligen Markt, den wir gerade haben, versuchen, das halt irgendwie rauszukriegen. Ja. So. Und aber das heißt natürlich auch nicht, dass es immer gelingt. Es gibt aber verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und heute war es halt eben das Gap, was da halt unten lag. Und von daher war das jetzt für mich relativ plausibel, ja, oder auch jetzt irgendwie keine Raketenwissenschaft zu erkennen, dass der da wahrscheinlich unten Lust hat, mal kurz aufzusetzen. Was aber jetzt ab hier draus wird, das weiß ich natürlich auch nicht. Ne? Fände es natürlich super, wenn wir jetzt da oben rauslaufen und die 15 Minuten, also die erste kleine Periode quasi. Boah, sorry. Ja, irgendwas ist da faul bei mir. Ohr zu, irgendwie Hals trocken. Heieiei. Deswegen auch die Fliegen. Ja, genau, deswegen auch die Fliegen. Vielleicht habe ich auch eine Fliegenallergie. So, genau, also ich würde halt versuchen, also wäre natürlich gut, wenn hier die erste, also die 15 Minuten, wenn die halt einfach mal in Grün da oben endet, ne? Oder bei mir halt hier in Weiß, das ist ja nichts anderes, wenn die einfach mal halt ein Statement hier in den Markt stellt und damit kann man schon sehr oft was anfangen. Also dann weiß man schon so, okay, erste Tendenz, erste 15 Minuten, die wird schon recht oft beibehalten auch. Ne? Das heißt, es dreht dann auch nicht mehr einfach so um, zumindest mal nicht für die erste halbe Stunde. Da kann man oft schon so ein bisschen was dran setzen dann auch. Ne? So, ist aber jetzt nicht. Wir stehen halt hier in Schwarz. Das heißt, wir laufen wahrscheinlich jetzt nur kurz da oben hin, stoßen uns dort wieder irgendwo den Kopf und das war's dann. Ne? Also das würde ich jetzt mal so tippen, dass viel mehr gar nicht passiert. Wir stehen halt hier auch tatsächlich noch immer in der ersten Abwärtsbewegung von den ersten 5 Minuten, hier sieht man es ja auch, ne? So, das heißt, irgendwie ein kurzer Schuss da oben raus, okay, aber der wird nicht weit kommen, glaube ich nicht.
Deswegen, ich würde auch jetzt hier mal den Stop manuell mal näher ziehen. Muss ja nicht irgendwie alles verschenken hier. Ist zwar keine Riesenposition, ich weiß, ne, aber ich wollte ja auch erstmal klein anfangen, um mal zu gucken, was wir da überhaupt irgendwie halt machen könnten mit dem Markt. So. Und dann kann man ja immer noch ausbauen. Wobei bei der Wohle ausbauen, wenn das da mal irgendwie nur mal kurz in die falsche Richtung läuft, dann steht man da und hat irgendwie nachher nichts mehr. Das ist halt leider dann das Problem mit dem DAX. Und von daher bin ich ja gar nicht mal so ein Freund davon. Und hier sieht es, geht ja gar nichts weiter hier auch gerade. Ne? Also wie gesagt, wir könnten schon irgendwie einen kleinen Stoß da oben rauskriegen, aber ich glaube eben nicht, dass der weit kommt. Da kommt wahrscheinlich irgendwie ein zweiter Test hier von dem Low. Und dann muss man halt sehen, ob die Oberseite vom Gap hier reicht, ob, oder ob es nicht doch nochmal die Unterseite werden will. Ist so ein bisschen unschlüssig. Oder was heißt nicht unschlüssig, sehr, sehr unmotiviert einfach hier heute. Ne? Da bewegt sich ja fast nichts. Von daher umso netter, dass hier einfach zumindest mal ein paar Punkte jetzt bei rauskommen. Ja, egal, was der Markt jetzt macht, entweder schießt er uns jetzt hier unten ab oder läuft jetzt eben halt doch darauf. Keine Ahnung. Ne? Also es ist auf jeden Fall ein bisschen undankbar heute Morgen. Aber es gibt ein paar Punkte plus. So, fertig. Ne? 15 Punkte, gut ist. Hätte natürlich auch irgendwie 25 sein können, aber. So, das heißt, hier ist schon fast dann mein Latein mit dem DAX, was die Eröffnung angeht, am Ende. Auch wenn der jetzt ab hier, wenn das jetzt hier nur genau ausgestoppt war, wieder raufzieht, dann ist es halt die Kategorie ja typisch DAX. Aber auch erstmal abwarten, ob es überhaupt so wird. Ich würde halt eher schon fast vermuten, also entweder machen wir, wie gerade beschrieben, jetzt hier nochmal einen zweiten Test und versuchen es dann nochmal auf der Oberseite. Oder aber es muss eine Etage tiefer gehen, hier in dieses Cluster als Beispiel rein, ne, wo man hier die ganzen Highs sieht. Bei der 4, 5, 6 zieht dort nochmal hoch oder sogar die Unterseite vom Gap. Ne? Also ein bisschen schwierig, die ganze Nummer hier. Aber es ist auch die Frage, lohnt sich das überhaupt hier großartig zu agieren? Ne? Weil bei der Vola ist das schon ein bisschen tricky. So, der Dow. Also hier SMA 20 noch nicht erreicht. Wäre dann halt auch hier die, ne? Also warum der interessant ist, ganz einfach aus dem Gesichtspunkt her, das Ding zeigt nach oben. Und ganz simpel, ja, in Moving Average, also wie zum Beispiel SMA 20, ist einfach nur ganz simpel der Trend im Durchschnitt. Mehr ist es nicht, ne? Und das war's. So, und der Markt, also generell ist das so die mittlere Tendenz. So, mehr würde ich da gar nicht großartig draus ableiten. Eine mittlere Tendenz, die nach oben zeigt. Und warum soll der im Mittel nicht dort nochmal reagieren und dann halt nochmal nach oben die Tendenz fortsetzen? Ne? So, ja, ganz simpler Gesichtspunkt. Darüber hinaus haben wir halt hier einen relativ langen Außenstab. Ne, dass eine Unterseite bei 715 ist. Würde der Markt jetzt als Beispiel hier so irgendwo in die Richtung kommen, da unten reagieren, wären wir immer noch in dieser Aufwärtsbewegung und hätten die passende Reaktion vom SMA 20 da halt ebenfalls mit dazu, ohne hier irgendwas kaputt gemacht zu haben. Wesentlich interessanter ist natürlich nichtsdestotrotz, was ich da vorhin gezeigt habe, hier diese grüne Zone an der Stelle. Aber das wird er nicht schaffen. Also nicht in dieser Stunde. Da würde ich mal wetten, das wird nicht funktionieren, weil wo soll die Motivation herkommen jetzt plötzlich? Ne? Weil es ist, also wir kriegen jetzt irgendwelche News oder so als Beispiel, die das Ganze halt noch befeuern, okay. Aber ich sehe es gerade noch nicht so wirklich. Ne? Er drückt halt irgendwie hier unten rum. Das heißt, fehlt scheinbar schon noch ein bisschen was. Aber würde ja auch zu dem passen, was ich dann vorhin auch geschrieben habe. So, der DAX ist mittlerweile abgeschaltet. Mich zu sehen, der bewegt sich gar nicht mehr. Von daher erstaunlich, dass wir überhaupt 15 Punkte mitbekommen sind. Was der Dow macht, die Hinsicht der Wochenkerze noch keine Lunte. Ja, das ist, ne, hier haben wir die Eröffnung, oder? Nee, Moment, wo sind wir denn? Doch, wo ist denn das Gap? Mann, hab ich hier noch gar nicht eingezeichnet, sehe ich gerade. Wo ist denn unser? Das war gestern, ne? Nee. Doch, oder? Bin ich denn hier? 4. November? Quatsch. Muss ich hier mal kurz selber orientieren. Also. Wir hatten noch gestern ein Gap. Wo ist das denn? Hier ist es doch. Doch, er hat doch ein bisschen Lunte. Ach, doch? Nee.
glaube, ich hätte mich da mal irgendwie ein bisschen besser vorbereiten sollen. Wo ist denn das Gap? Ich frage mich wirklich auch gerade, wo das Gap ist hier. Wir hatten noch irgendwie ein Gap. Also wir haben halt einmal das hier. Das ist doch das, ne? Das kann doch nur das hier sein. So. So, da so, ne? So, machen wir das Ding mal gelb. Weil jetzt gerade jemand geschrieben hat, wir hätten keine Lunte. Doch, wir haben doch irgendwie alles schon, ne? Da ist sie doch, da hängt sie doch. Von daher, da fehlt eigentlich nicht so wirklich was. Ich meine, da fehlt halt irgendwie eher so alles Mögliche sonst, ja, im DAO auf der Unterseite, aber das ist halt alles ein paar Kilometer weiter weg, ne? Aber generell, das hier ist ja das Gap, was wir da halt hatten. Das hatte ich nur noch nicht eingezeichnet. Das ist natürlich jetzt auch relativ weit weg, ne? Also das halte ich jetzt erstmal für nicht erreichbar für den DAO. Das ist ein bisschen zu tief gegriffen, glaube ich. Okay, Farmen ist hier ein bisschen lustig, was hier abgeht. Alright, also, das heißt, hier irgendwie geht es auch nicht vorwärts. Mal gucken, ob man da im Kleineren irgendwas sieht. Kann man ja auch mal irgendwie hier reingehen in den DAO an der Stelle. So, da fehlt mir halt hier irgendwie. Hier mal gucken, da ist er ja halt auch. Klar, wenn der jetzt halt hochziehen würde, komplett durch die Decke, ja, dann steckt natürlich nachher hier unten dann die Lunte auch irgendwie drin. Aber ob das so gelingt. Gute Frage, nächste Frage. Mir fehlt so ein bisschen halt hier auch so ein vernünftiger Punkt zum Aufsetzen. Ich meine, DAX haben wir ja irgendwie, haben wir das Ganze ja auch gerade gehabt, ne? Also das heißt, dort war ja halt zum Beispiel dann hier jetzt auch gut erkennbar das Gap. Ja, so, das ist ja ein vernünftiger Ansatzpunkt, Anschlusspunkt. Und das fehlt mir im DAO irgendwie komplett so. Also nur weil da jetzt so ein SMA 20 rumliegt, das reicht mir nicht. Also im starken Trend, okay, ja. Aber jetzt hier von dem Gekaspere da über Nacht, wo halt irgendwie gar nichts passiert ist, glaube ich irgendwie nicht. Ne? Das passt nicht. Also das Volumen passt da einfach überhaupt nicht dazu, dass der jetzt dort einfach ab der Stelle jetzt einfach nach oben weiterlaufen soll. Also nicht wirklich, ne? Also, wenn das hier mal ein bisschen zusammenrafft, kann man dann irgendwie auch mal gucken, wie sich das da darstellt. Wenn man das einfach wirklich mal klein macht hier, da sieht man auch, ne? Das ist in der Luft einfach. Da ist so, wenigstens hier, so ein paar Highs oder so ein kleines Cluster, irgendwas, ja. Aber das hier ist, das schwebt komplett in der Luft. Das ist für mich, da würde ich mich nicht trauen, irgendwie long zu gehen. Das ist da vielleicht wirklich eher so nach dem Motto, ah, der ist mal 20, komm. Na, so weiß ich nicht. Also wer das jetzt hier irgendwie fabriziert hat, aber ich glaube nicht, dass das irgendwas Größeres war oder irgendwie ein größerer Algo. Das sieht mir eher so aus wie, ja, mach mal kurz ein bisschen was weg, bevor wir gleich zulangen. Und von daher gefällt mir das nicht. Ne? Also der müsste wirklich tiefer. Und hier bei der 715, also wenn wir die hier mal ein bisschen deutlicher zeigen nochmal, was ja halt hier auch ein Level ist. Die wäre unter dem SMA 20, das ist aber eigentlich nicht der Punkt. Also das würde auf jeden Fall passen, klar, wenn die zum Schluss hochzieht. Aber hier sehen wir doch zumindest mal ein kleines Cluster. Ne? Genau das, was ich vorhin halt eben auch meinte. So, wenigstens mal dahin. Das heißt, also das wäre für mich jetzt wesentlich plausibler, dass der Markt, wenn er dahin kommt, ja, muss auch nur ganz knapp davor, dass wir dort eine deutliche Reaktion sehen. Das wäre völlig in Ordnung, weil dann haben wir hier zumindest mal einen vernünftigen Anschluss. Dann an der Stelle, wir stehen unter dem SMA 20, der nach oben zeigt und innerhalb der Aufwärtsbewegung, die wir hier im H1 auf der linken Seite sehen. Das heißt, also hier long, ja. So, ob wir den jetzt noch kriegen in der Eröffnung hier, beziehungsweise in der verbleibenden Zeit vom Webinar, das steht auf dem anderen Blatt. Aber vorher würde ich da jetzt erstmal nicht long gehen wollen, das gefällt mir nicht. Ne? Also man sieht auch hier, drückt es gerade schon wieder irgendwie nach unten. Das heißt drücken. Also das ist ja irgendwie, ist ja keine Wohler hier. Ne? Das ist ja ein bisschen beschämend, was der Markt uns da liefert heute Morgen. Aber okay, so ist es halt manchmal. 15 Punkte, nichtsdestotrotz. Da schreibt auch gerade einer irgendwie 21. Habt ihr vorhin den Long mitgemacht? Ich muss mal kurz hier fragen.
Wir haben ja immer die gleichen Ideen, wie wir ja alle wissen, in Webinaren. Könnt ihr mal kurz hier reinschreiben, ob ihr dabei wart oder selber draufgekommen seid. So. Ich darf doch nicht. 20 Punkte, gleiche Idee, bin short. Ja, okay, gut. Ist ja auch erlaubt. Das ist ja alles erlaubt. Ja, war plausibel, ne? Schreibt ja Alexander hier auch. Ist auch so. Also das war jetzt keine Raketenwissenschaft, ne? Also eigentlich, ne? Wenn man so die Dinger schafft, sich irgendwie rauszusuchen, also denke ich mir manchmal auch, ey, warum überhaupt manchmal irgendwie Stunden am Trade da rumkaspern, wenn irgendwie die kurzen, knackigen so plausibel sind, ne? Also warum dann nicht irgendwie da, weiß ich nicht, mit großem Konto 100 Kontrakte, und dann halt irgendwie 10, 15 Punkte mitziehen und dann Feierabend machen, ne? Das ist eigentlich echt schon nicht so unsinnig. Oder News, ich habe auch letztens eben geschrieben, ich glaube, ich mache nur noch News, ne? Weil das ist irgendwie, ich finde, News finde ich so, dass da ist wirklich so das immer plausibel, ne? Also jetzt nicht von logischen Aspekten, da habe ich mich ja auch schon genug drüber ausgelassen, aber einfach. Ich finde News sehr oft so einfach handelbar, ne? Und vor allen Dingen ist es halt eine schnelle Nummer, man ist schnell fertig und gut ist, ne? Also das ist, und man hat irgendwie die meiste Zeit vom Monat frei. Das ist ja auch nicht so schlecht, also was den Handel angeht. Aber das ist wirklich so, ne? Und man muss ja gar nicht irgendwie jeden Tag stundenlang da rumkaspern. Reicht ja auch, wenn man halt irgendwie sich irgendwo eine klare Uhrzeit aussuchen kann und dann halt irgendwie weiß, okay, meistens macht er dies und das und jenes und kann es dann für sich dann eben auch belegen, dass das in den meisten Fällen der Fall ist und zieht das dann mit und gut ist. Das nennt man Strategie. Nichts sonst, ne? Und also eine oder zwei klare Strategien und das bringt halt echt schon was, wenn man sich da halt mal ein bisschen genauer dann auch mit befasst. News im Forex geht ziemlich gut. Kriegen wir hier mit ganz vielen Leerzeichen. Ja, das ist klar. Warum nicht, ne? Das ist so klein. Die Posi, wo bei welchem liegt die Long? Hier die. Da. 716 im Dow ist das, ne? Also knapp über der 715. Aber ich glaube nicht, dass wir die hier noch sehen in den paar Minuten noch. Also also hier passiert ja irgendwie nichts. Das ist ja ziemlich sinnlos gerade. Da ist es leider ziemlich sinnlos. Guck mal, das ist der Dow. Das ist 5 Punkte lang. Das ist traurig. Das macht mich wirklich traurig, dass der so komisch hier rumkaspert. Und der DAX steht immer noch an der einzigen Linie, die ich vorhin hier gemalt habe, im M1. Das ist echt, das ist ein Gag. Oh ja, gut. Aber ich habe schon gedacht, als ich mir halt eben den Markt dann angeguckt habe, hier so beim Kaffee am Fenster gesessen, habe ich dann gedacht, so, oh, wei, oh, wei, oh, wei. Also es ist zwar nur Overnight, aber wenn ich da schon sehe, wie wir haben M5-Kerzen, die einen Punkt lang sind, da weißt du eigentlich schon, was da morgens kommt. Das ist dann meistens tatsächlich nicht viel anders, ne? Warum auch immer, aber ja, das hier brauchen wir jetzt wirklich nicht mehr zu handeln. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Also außer jetzt kommt hier die Monsterbewegung. So, keine Ahnung, weil irgendjemand schlecht geschlafen hat, zu spät ins Büro kommt und dann halt irgendwie sich auf den Knopf verdrückt. Okay, das wäre natürlich dann jetzt nett, ne? So um 9:30, so Knoppers aus der Hand gefallen oder sonst irgendwas und plötzlich irgendwie 1000 Kontrakte durchgejagt, dann wird hier was passieren, dann können wir auch was mit anfangen. Aber da kann ich ja wirklich ein, zwei Punkte rauf und runter. Ja, und das brauchen wir dann ja auch nicht, ne? Was? Niemals die Rechnung ohne Knoppers machen. Ganz genau. Da hat der Lutz recht. Also 9:30 Uhr in 10 Sekunden. Mal sehen. Man weiß ja nie, ne? So vielleicht. Ach, das ist geil. Ich bin so froh, ne, dass wir hier 15 Punkte drin haben. Also hier, die Size ist ja egal jetzt an der Stelle erstmal, ne? Aber nicht auszudenken. Stell dir vor, wir wären jetzt halt hier irgendwo long gegangen, ja, und würden dann halt hier permanent minus 5, 0, minus 5, 0, da rumzackern, dann wird man ja irre werden. Ne? Das macht ja keinen Spaß. Also, ich wüsste jetzt auch nicht, woher jetzt hier noch irgendwie eine Bewegung kommen sollte.
Weil eigentlich, ne, klar, das sieht hier schon so aus wie, ja, will eigentlich da oben raus, kann aber nicht, ne? So. I don't know. Und hier, das sind 15 Minuten Kerzen, das einer ist hier 4 Punkte lang, 3 Punkte lang. Naja, na gut. Aber so what, so ist es halt, ne? Also, glaube ich, macht aber jetzt wirklich keinen Sinn, das sagt mir dann auch keiner böse, weil ich glaube, bei so einem Markt, ja, wenn das sich jetzt irgendwie nicht in den nächsten 15 Minuten ändert, ey, besser was anderes machen. Ganz ehrlich, das ist zum Mäusemelken hier, ne? Da kommt dann zwar irgendwann irgendwas, ja, so oft ja dann irgendwie auch erst um 11 Uhr oder so, aber das macht ja keinen Sinn. Jetzt hier irgendwie eine Position und dann, da habe ich wirklich Angst, dass ich mir den ganzen Tag versaue, weil ich halt irgendwie dann die ganze Zeit da drauf gucken muss, ob er sich jetzt irgendwie nochmal irgendwo bewegt hat, oder nicht. Ergibt keinen Sinn. Also, nee. Gut, also, von daher würde ich jetzt erstmal dann nochmal ganz kurz aufgreifen, was ich im Blog geschrieben habe. Also, weil ich mache jetzt nicht noch was auf, ne? Ich hoffe, ihr, also, ich glaube, das versteht aber auch jeder, oder? Also, wir hatten einen kleinen Trade, der gut angelaufen ist und dann bleibt der Markt halt einfach stehen, ne? Das ist halt, das nennt man Pech. Also wenn da jetzt einer böse ist, bitte schreibt es in die Kommentare. Dann gehe ich da gerne drauf ein und erkläre das dann halt irgendwie auch gerne nochmal, ne? Also es geht überhaupt gar nicht darum, dass mir das jetzt hier irgendwie die Laune verdirbt, sondern ganz im Gegenteil, ne? Es geht ja eigentlich eher darum, man muss auch irgendwie sehen, so hey, der Markt ist nicht handelbar, ja? Also ich meine, das hier ist jetzt okay, nochmal, ne? Der kleine Stich da runter. Hier 15, 20 Punkte. Super, ja. Aber solange da jetzt halt irgendwie nicht wirklich was passiert, macht man sich halt echt irgendwie, kann man sich ganz schnell den ganzen Tag versauen und hängt, weil ich weiß ja nicht, möglicherweise bleibt das Ganze ja genauso stehen für den ganzen Rest des Tages. Ich weiß es nicht, ne? Also jetzt ziehen wir hier zumindest schon mal an die Eröffnung. Das ist ja schon mal immerhin, wo sich mal irgendwas tut, ja. So. Aber mehr ist jetzt auch noch nicht passiert, ne? So, das heißt einfach nur, wenn man da jetzt, wenn man in so einem Markt als Beispiel eine Position dann drin hat, in der falschen Richtung, und der bewegt sich einfach genauso weiter, beziehungsweise nicht weiter, und dann hat man wirklich echt, versaut man sich die Stimmung, also kennt doch jeder hier, der das irgendwie schon ein paar Mal gemacht hat, dann denkt man nachher immer so, ey, so meine Güte, ey, ich hatte heute noch was anderes vor. Und jetzt klebe ich hier die ganze Zeit den blöden Trade da fest, der Markt bewegt sich nicht. Und das ist so ein bisschen die Gefahr dabei, ne? Von daher, ich sehe schon, ich habe was erwartet, dass ich vor 15 Minuten reinkomme. Ja, hast du. Also wir haben halt hier, ne? Gut, jetzt im Nachhinein können wir natürlich sagen, ja, hätte man ja auch drin lassen können. Ja, ne? Aber nochmal, ich habe es ja auch genau beschrieben, was ich da mache. Und ich wollte ja auch sowieso nur, hier lag ja irgendwo auch schon der Trail-Beginn, ne? Also das heißt, wenn die noch drin gewesen wäre, ist natürlich ein bisschen doof, dass jetzt hier genau da unten rausgenommen hat, aber ich wusste ja an dem Zeitpunkt auch noch nicht, dass die Wohler da so bleiben würde. Ne? Es hätte ja auch sein können, dass er einfach da runterklatscht. Von daher war das schon alles in Ordnung. Ne? Im Nachhinein sieht das alles immer total einfach aus. So, aber ich wäre so oder so hier rausgegangen. Hier sieht man jetzt halt auch, ne? Klar, die Value Area hat sich verschoben, logisch, weil haben wir hier die ganze Zeit hier festgesteckt und da haben die irgendwie lange rumverhandelt, was das jetzt werden soll. Entsprechend haben wir jetzt hier den Point of Control, also dort, wo heute der meiste Umsatz war und die Value Area ist eben nach unten gerutscht. Aber wenn man sich mal anguckt, wie eng die ist auch, ne, das ist alles noch nicht irgendwie nice, ne, womit man jetzt großartig was anfangen könnte. Er versucht sich jetzt hier über die Value Area da oben rauszuhieven. Das heißt, also volumentechnisch wird jetzt hier ein Longtrend versucht. Noch ist er nicht da. Und das heißt, er müsste sich dann auch hier draußen stabilisieren und die Value Area erweitern. Und dann hätten wir auch eine Chance eben auf deutlich weiter Long und eben nicht nur so ein bisschen. Ne? Das heißt, grundsätzlich ist das schon mal gut hier, dass er das jetzt irgendwie angeht. Aber das heißt immer nicht, dass es halt dann auch was werden wird und dass der Markt da oben sich wirklich etablieren kann. Das ist immer noch so ein bisschen fragwürdig, ne? Das heißt, genauso gut kann es sein, dass wir jetzt hier erstmal oben ein bisschen rumzackern und danach ja doch wieder um 10 Uhr da unten stehen bleiben. Ärgerlich wäre es natürlich, wenn genau jetzt, ne,
die ganze Geschichte nach oben wegballert und wir dann nicht mehr dabei sind. Das wäre halt so ein bisschen ärgerlich. Aber so what, ne? So ist es halt. Die ganze Zeit hat er ja keine Bewegung hier gemacht. Jetzt fängt er endlich mal an. Und ist ja auch okay. Also ich meine, man kann es ja auch irgendwie eine Stunde später noch angehen, falls der DAX, wenn man den halt handeln will, jetzt irgendwie komplett da oben rausballert, ja, dann wird er ja dann auch eher nicht um 10 Uhr komplett nochmal zurückfallen. Und dann kann man dann irgendwie nochmal angehen, dann weiß man auch, okay, ich bin hier nicht alleine, sondern es gibt ja auch ein paar andere mit den mit dem größeren Budget, die halt hier den Markt handeln und da kann ich mich ja dran kleben. Ne? So, aber hier sah das noch nicht so aus und auch jetzt bin ich noch skeptisch, von daher passt das schon so. Ja, die Knoppers-Fraktion, Heiko schreibt auch gerade doch zugeschlagen. Ja, ne? 20 Punkte. Da haben wir auch schon anderes gesehen. Ja, ne, der Jens sagt hier zum Beispiel, steigendes Dreieck, also höhere Tiefs, Tendenz steigend eher im M1. Ja, geht man, also grundsätzlich ja, ne, aber geht man halt hier auch mal eine Etage höher. Also wenn man sich jetzt hier zum Beispiel mal, was habe ich denn da für einen Kram da unten drin, meine Güte. Wenn man sich jetzt einfach mal den Trend hier anzeigt, mit dem Flux-Add-on, dann sieht man aber auch im H1, dass wir einen Abwärtstrend haben. Ne? So, also einfach mal markttechnisch, rein trendtechnisch, haben wir hier einen aufkommenden Abwärtstrend, der hier gerade irgendwie nur kurz die Biege nach oben macht und der eigentlich nur darauf wartet, nach unten fortgesetzt zu werden. So, das ist mal so das eine Problem. Dann haben wir hier im M15 das gleiche, auch Abwärtstrend in Rot, also H1, M15 ist rot. Nur der M1 ist gerade long und der M5 wahrscheinlich neutral. Richtig geraten. Ne? Sieht man hier, ist ein Grau, ist neutral dargestellt. Also von daher, klar, wir haben M1 eine kurze Aufwärtstendenz, die reicht aber so noch nicht. Ne? Das müsste schon deutlich stärker ausfallen, weil wir müssten ja halt zumindest mal hier den nächstgrößeren da irgendwo rausnehmen. Das wäre der M15. Und das heißt, rein mal von der Trendbetrachtung her, müsste der also hier drüber kommen, über dieses letzte Hoch. Ne? Das heißt also die 554, womit man dann halt wieder an der Tagesgrenze sind, die 550, da muss der deutlich drüber. Und dann hat das Ganze halt auch Chance, dass es hält. Macht man sich das Ganze noch irgendwie viel einfacher, haben wir hier auch einen SMA 20 im M15, der fallend ist. So, da rennt er auch gerade halt irgendwie dagegen. Im H1 genau das Gleiche, läuft gegen einen fallenden SMA 20 plus gegen einen Außenstab in Grün, in Rot. Auch Short, ne? Das heißt, das ist alles irgendwie, ich meine, ich war ja long vorhin, ja, weil ich ja gesagt habe, so, okay, der könnte schon da oben rausballern. Das ist dann zwar gegen die Trends, wenn man sich das mal ein bisschen höher anguckt, aber Trends werden ja halt auch geknackt. So, aber um das Ding knacken zu können, brauchst halt auch Wumms, ne? Das heißt, klar, also die Betrachtung ist richtig, zu sagen, im M1 ist es so, weil es geht ja immer von klein nach groß, nicht umgekehrt. Das heißt, wir müssten vom M1 über den M5, M15, H1, ja, kann funktionieren. Ich bin aber dann jetzt leider nicht mehr dabei, weil das Webinar gleich zu Ende ist. Kann funktionieren und wenn man das macht, dann sollte man es genau an solchen Punkten anfangen, wo wir vorhin ja auch halt hier den Long gestartet haben. Und wenn man irgendwie jetzt auch so einen Trendbruch setzt, dann muss man natürlich dann auch einfach drin bleiben. Ne? Und dann halt irgendwie, weil klar, wenn das funktioniert, dann hat man Ruhe bis heute Abend. Ne? Das ist halt schon völlig in Ordnung so, ne? Aber für mich macht es jetzt hier im Webinar nicht mehr wahnsinnig viel Sinn, ja, jetzt hier noch versuchen, irgendwie reinzukommen, weil dafür reicht mir das also zeitlich nicht, ne? Und auch vom Bild hier jetzt hier nicht, ne? Würde der jetzt schon irgendwie da drüber stehen und wäre jetzt hier im M15 im nächsten Rücklauf, alright, ja, wäre ich dabei. Aber er versucht ja jetzt hier gerade erst, sich irgendwo da drüber abzusetzen, auch hier in der Value Area, ne? Grundsätzlich kann ich es nur unterschreiben, ne, lieber Jens? Richtig gesehen, ne, aber trotzdem bitte unbedingt eine Etage höher im Auge behalten. Wie oft haben wir schon gesehen, irgendwie, dass man halt, dass der Markt sich in eine Richtung irgendwie deutlich bewegt, wie jetzt zum Beispiel halt hier in der Stunde, ja, und dann nachher macht es plötzlich ab hier plopp. Und dann guckt man nachher drauf und denkt so, habe ich gar nicht gesehen. Das war ja irgendwie
Da war ja irgendwie, ja, ne, was weiß ich, mein Ansatz wäre jetzt halt hier fallende SMA20, Außenstab und Short. Und nachher würde ich dann denken, sag, bin ich eigentlich total dumm? Habe ich nicht gesehen, dass der da oben an die Decke klopft und vielleicht einfach nur wie immer, ja, auf die letzte Minute die eigentliche Richtung fortsetzt. Von daher, und das sieht man halt ganz oft in den amerikanischen Märkten nochmal deutlicher als im DAX zum Beispiel, aber es ist typisch, ja, dass einfach zum Schluss die Periode auflöst, nicht auflöst und nicht vorher. Ne? Ah ja, genau. Der Heiko hat auch nochmal gesagt, Flux, mal bitte den Link online zum Tool. Ja, ich dachte eigentlich, das hätte ich schon ein paar Mal gemacht. Und werde ich dann halt nachher mal irgendwie in die. Oder Timo, kannst du das machen vielleicht? Einfach, du bist ja auch da. Du kannst ihn ja vielleicht einfach bei Facebook in die Gruppe stellen oder kurz hier dem Nelson schicken. Vielleicht kann der ihn ja einfach mal kreuz und quer posten, beziehungsweise hier verteilen. Wenn das in Ordnung ist, Nelson, weiß ich nicht. Also musst du entscheiden. Ja, klar. Also Flux ist, bitte? Ja, ist in Ordnung. Ja, okay. Timo, bist du noch da? Weil das ist halt, also das haben wir, Timo und ich, wir haben das halt, das Ding halt entwickelt. Das kostet auch nur ein Apfel und ein Ei. Aber ist halt eben eine nette Hilfe, um sich mal eben schnell Trends vernünftig anzeigen zu lassen, wo man denn überhaupt gerade steht, ne? Damit man da halt irgendwie so ein bisschen Überblick hat. Vor allen Dingen finde ich immer sehr hilfreich, wenn man halt sieht, dass Trends gegeneinander laufen, ne? Also wenn man halt sich irgendwie fragt, warum geht denn da nichts vorwärts? Weil klar, wenn der M1, der ist jetzt wahrscheinlich hier long, ne? Genau, ne? Also hier ist jetzt, ich weiß, es ist klein, aber ich hoffe, man kann es trotzdem erkennen. Hier unten ist irgendwie blau, steht bei mir für long, der ist grau, das heißt, steht für trendlos, rot steht für short, logischerweise hier auch rot. Und da sieht man, das läuft gegeneinander, ne? Aber halt eben auch in einer schönen Sequenz. Das heißt, M1 ist gerade quasi dabei, den M5 zu knacken. Ne? Also die Short-Tendenz geht halt mit den Timeframes immer höher einher. Und von daher ist das schon. Ja, okay. Ja, wie gesagt, Timo, wenn du ihn hast, schicken du einfach am Nelson oder so. Gut, so, also Stunde ist aber auch eh fast um. Ich denke mal, es ist ja auch irgendwie fast alles gesagt. Zu der ganzen Geschichte hier, 15 Punkte sind bei rausgekommen, mit ein bisschen Geduld wären es halt irgendwie dann auch 50 gewesen. Alright, aber hat mir vorhin hier von der Wohler nicht gereicht. Ne? Also hier unten war der Entry, ist natürlich perfekt jetzt im Nachhinein gesehen, aber nutzt ja nichts. Und aber trotzdem passt das jetzt erstmal so. Und ich bleibe auch bei meiner Tagesbetrachtung, die ich im Blog geschrieben habe, auch erstmal dabei, wo ich ja halt meinte, der DAX, ne, eigentlich hätte der schon irgendwie Ambitionen, da halt in Richtung von dem alten Gap da oben halt zu laufen. Ne? Also hier im Daily sieht man das ja, dauert einen Moment und schaltet das um hier oben, ne, an die 763, weil das einfach nur die Fortsetzung von der Richtung ist. Das heißt aber nicht, dass er nicht trotzdem auch hier auf der 329 immer noch kurz aufsetzen kann und dann raufziehen kann. Man weiß ja nie irgendwie, was kommt. Ne? Und im Dow halt relativ ähnlich. Hier nur nochmal als Abschluss von dem Webinar. Da halt ganz ähnlich. Das heißt, der könnte eigentlich da oben an die 479, habe ich die nicht vorhin rot gemacht, habe ich vergessen zu aktualisieren. Also hier an die 479 da oben ziehen. Und da gibt es auch noch so ein kleines Gap. Ob er das dann voll macht, weiß ich nicht. Ne? Aber das wäre trotzdem auch so die plausible Richtung. Im DAU hier oben rein. Ne? Die mache ich nochmal kurz rot. Und trotzdem muss man natürlich aufpassen, wenn sich auf der Unterseite irgendwie was anbahnt, dass man nicht einfach nur dann halt long dagegen hält, zumal es ja keine Empfehlungen hier sein können. Aber generell gibt es keinen Grund, irgendwas anderes momentan in der Hand anzunehmen. Ne? Auch wenn ich generell, klar, ne, letzte Woche sagte ich ja, wir müssten eigentlich mal da unten hin. Aber wenn er es jetzt doch gerade nicht macht, ne, dann macht es auch keinen Sinn, da irgendwie auf Short da festzuhalten, sondern dann guckt man erstmal, was passiert da oben und hat dann ja danach im Zweifelsfall einfach auch die weitere Strecke. Wir werden schon noch da unten hinkommen auf die 31.126 beziehungsweise das alte Gap darunter. Das wird er schon noch machen, aber heute höchstwahrscheinlich nicht. Ne? Und von daher ist es auch völlig okay, wenn man dann halt irgendwie seine Richtung, Einstellung oder wie auch immer mal kurz ändert. Das hat ja nichts damit zu tun, so, also ich habe mich geirrt, ich darf mich nicht irren, Quatsch, ja, muss mich irren, vor allen Dingen, ich muss ja auch erkennen,
wenn halt irgendwie das, was ich ursprünglich wollte, nämlich hier am Freitag darunter oder ab Freitag darunter nicht funktioniert, was soll ich denn da schon dagegen halten? Da gucke ich halt einfach dahin, was macht er wirklich und klänge mich da halt dann einfach dran. Ne? So, gut, also ich hoffe, ja, also vom Trade her, ne, 15 Punkte, 20 Punkte, reden wir jetzt nicht drüber, sollte ja ein bisschen mehr werden, aber wenn man sich den Markt anguckt, weiß man ja auch, glaube ich, dann so irgendwie, warum es nicht mehr geworden ist, weil es bewegt sich einfach viel zu wenig hier. Und auch wenn er jetzt hier so ein bisschen zugelegt hat, der DAX halt dann nochmal, aber ne, klar, hängt jetzt halt hier so ein bisschen rum, aber das reicht halt eben auch nicht, um jetzt hier irgendwie großartig da Punkte zu stauben. Also mir geht es ja auch darum, möglichst eben zum Ende vom Webinar mit so einem Ding hier dann auch fertig zu sein. Ne? Und aber generell passt das ja alles soweit. Gut. So, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr heute hier nochmal dabei gewesen seid. Und falls das noch nicht geklappt hat mit dem Flux Add-on, dann stellen wir das nachher irgendwie mal kurz in die Facebook-Gruppe oder ich verlinke es morgen auch mal bei mir im Blog nochmal. Also nochmal Dankeschön. Auch dir, Nelson. Und ja, wann sehen wir uns wieder? 2 Wochen oder Zwei haben wir Wochen. nächste Woche? 2 Wochen. Nee, nee, Okay. 2 Wochen. Gut. Ja, Ja, mehr prima. weiß Ich ich habe. auch Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen in deinen letzten Worten, aber Nee. vielen, vielen Dank. Und ja, morgen ist Stereo Trader auch trotzdem hier live da mit uns, FX Let mit Heiko, Futures Live Trading. Unbedingt angucken. Und Ganz große Empfehlung von meiner Seite. Ich bin ein Riesenfan von Heiko. Niemand ist so präzise, so ruhig, so locker und hat so viel Plan von dem Ganzen wie der Heiko, wenn er im Stereo Trader unterwegs ist. also morgen 15 Uhr gerne dabei sein. Ansonsten, wie der Dirk gesagt hat, in 2 Wochen geht es hier weiter, auch wieder mit Live-Trading. Vielen Dank, lieber Dirk. Gute Besserung mit deinem Ohr und natürlich vielen lieben Dank an alle, die doch heute dabei waren. Und ich wünsche eine erfolgreiche Woche, einen erfolgreichen Tag. Bleiben Sie gesund und sehr gerne bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.